So, dieses Video bin ich euch noch schuldig. Ich wollte an der Harley Benton CG45N ja auch noch diesen Harley Benton True Tone T20 einbauen. Kostet 14,90 Euro. Ein einfaches Pickup-System. Das Ding hier, das Pickup wird aufgeklebt mit diesem Kleber, der dabei liegt. Und das ist dann die Klinkenbuchse. Die wird ganz einfach hinten an der Gurtbefestigung eingehängt. Und schon ist das Ganze fertig. So, schauen wir mal, wie schnell das geht. Das ist der Kleber. Die Position des Gerätes habe ich selber ausprobiert, bin aber zum Schluss gekommen, dass so wie es in der Beilage, da war ein kleines Blättchen bei, wo verschiedene Instrumente mit den Positionen angezeichnet waren. Und das war genau da, wo ich es jetzt mache. So, ich klebe das Teil jetzt einfach mal mittig hier drunter. So, und das ist die Stelle, die angezeigt wird. Und die fand ich auch gut. Ich drücke das Ganze auf. Hier wird das Teil eingehangen. Das war's. Testen wir das Ganze mal. So, der Klinkenstecker wird ganz einfach hier reingesteckt. Und das war dann im Grunde schon alles. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt klingt. Dazu sagen, dieses System hat ja keinen Vorverstärker, deshalb war ich eigentlich etwas misstrauisch. Wie ihr jetzt hört, ist das Ganze auch relativ leise. Es gibt an meinem Verstärker hier einen kleinen Knopf, da kann ich einen Vorverstärker zuschalten. Das mache ich jetzt mal. Ich mache mal den Vergleich nochmal. Merkt euch die Lautstärke. Also man merkt, dass der Vorverstärker in meinem Verstärker genügend Leistung hat, um dieses Teil zu verstärken. Ich denke, dass viele von euch vielleicht einen E-Gitarrenverstärker haben. Und das teste ich jetzt einfach auch mal an, nur spaßeshalber. So, der Harley Benton Pickup True Tone T20 an einem Eugene Kettner. Das ist der TubeMeister 5. Den gibt es jetzt nicht mehr, ist ein kleiner Röhren-Amp. Ich mache alle Verzerrungsmöglichkeiten aus, bin auf 10 Uhr jetzt ungefähr und den Drive-Schalter eingeschaltet. Da fehlt dem Sound doch schon was. Man merkt, dass dieser Amp einfach für eine E-Gitarre ausgelegt ist. Aber noch einmal einen kleinen anderen Test. Ich habe noch eine Gain-Vorstufe hier. Die drehe ich mal rein, dafür den Drive-Schalter wieder raus. Lautstärke lauter. Es ändert sich nichts am Klang großartig. Es klingt etwas hohl, mit schön klingen hat das nichts zu tun. Nochmal den anderen Verstärker dran. Ich stelle das Mikro auch mal näher dran, dann hat man mehr vom Verstärkerklang, weniger von der Gitarre selbst. Machen wir einen speziellen Test, nämlich einen Vergleichstest. Ich wollte ja eigentlich wissen, wie ist dieser kleine Harley Benton Pickup im Vergleich zu diesem größeren System, preislich aber noch günstiger. Also das waren ja 14,90 Euro hier für den Harley Benton und 10 Euro nur für dieses Gerät. Hier bei diesem Pickup-System gibt es eine kleine Mikrofonkapsel und außerdem den Piezo, den ich auch noch regeln kann. Also ich kann das Verhältnis, die Balance zwischen dem Mikrofon, zwischen der Kapsel und dem Piezo kann ich regeln. Und das wollte ich eigentlich nochmal gegenüberstellen, wie der Klang ist, damit ihr vielleicht wisst, welches System ihr euch anschafft. Jetzt können wir den direkten Vergleich machen. Die Klangregelung ist in beiden Kanälen gleich eingestellt, nämlich mittig. Den Kingdu Vorverstärker habe ich auch mittig eingestellt. Und die Systeme, also Kapsel und Piezo, sind zum gleichen Anteil dazugemischt.
So, was ich aber jetzt als erstes anspiele, ist hier oben, das gelbe Kabel geht in den Harley Benton rein. Klingt etwas dumpf. Jetzt aber erstmal der direkte Vergleich zum anderen System. Das klingt für mich zu hell. Wenn ich beides mischen könnte, wäre doch eigentlich super, oder? Kann ich natürlich hier. Ich habe ja beide Kanäle. Ich mische jetzt mal beide. Das Verhältnis etwas runter von dem unteren. Immer noch etwas hell. Das ist eigentlich jetzt ein richtig super Sound. Also man könnte rein theoretisch beide Systeme jetzt hier fahren. Man hätte dann zwei Kabel aus der Gitarre rausgehend, entweder in einen Mixer oder in einen Verstärker, so wie hier mit zwei Kanälen. Die sollten dann aber auch getrennt regelbar sein. Aber jetzt teste ich nochmal das so an. Was tue ich jetzt, wenn ich nur einen habe? Das heißt, ich habe den Harley Benton jetzt, drehe den anderen aus. So, jetzt drehe ich aber an der Klangregelung so, dass ich den Harley Benton versuche zu verbessern. Also diese Dumpfheit soll weg. Nehme etwas Bässe raus, Mitten vielleicht auch, Höhen mache ich ein bisschen rein. Klingt schon angenehmer, ich mache aber noch mehr Höhen rein, etwas mehr Mitten rein. Noch ein bisschen mehr. Nicht mehr viel, aber insgesamt finde ich es eigentlich so, dass ich eigentlich gut damit spielen könnte. Für 14,90 € und für die wenige Installation, wenn man es überhaupt so nennen kann, ist es eigentlich ein schönes System, was auch eigentlich für meinen Verstärker ausreichend Power hat, so dass man eine preisgünstige Gitarre, die man irgendwie verstärken will, wirklich gut damit verstärken kann. So, jetzt das andere System nochmal. Das versuche ich jetzt für sich zu optimieren. Also der obere Pickup ist runtergedreht. Hier war das Problem, dass es zu hell war. Hier regle ich erstmal das so, dass ich mehr Anteil vom Mikrofon nehme, von der Kapsel, die hier in der Mitte ist. Dann mache ich etwas Bässe hier rein und etwas Bässe hier rein, etwas Höhen hier raus. Etwas mehr Mitten rein und ein bisschen mehr Bässe. Ich weiß nicht, wie es bei euch rüberkommt jetzt über das Mikrofon und so weiter und vor allen Dingen vielleicht auch über euer Wiedergabegerät, aber ich finde es im Moment eigentlich ganz gut und ich denke, für 10 € ist das schon ein richtiger Geheimtipp hier. Die Sachen habe ich euch alle verlinkt, in der Beschreibung könnt ihr nachgucken. Aber ich bin noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch ein drittes System für euch, welches auch möglich wäre, was man auf eine Gitarre leicht befestigen kann. Das dritte System wäre dieses hier, kostet auch um die 10 €. Wie das Ganze klingt und wie es dran gemacht wird, letztendlich natürlich auch blitzschnell im nächsten Video. Schaut einfach auf die Verlinkung. Auch noch ein Abo gefällig, dann drücke auf Abonnieren und drücke daneben auch noch die Glocke, dann bekommst du Nachricht bei jedem neuen Video. Hey, du hast immer noch nicht genug? Dann besuch mich doch einfach auf meiner Homepage. Dort findest du einen kostenlosen Lehrgang zum Gitarrelernen mit Download der entsprechenden PDFs, außerdem auch meine ganzen Bücher und meine Super-App für alle meine Bücher, die du sehr preisgünstig dort bekommen kannst.